Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 14 Karrieremodus mit Atletico Madrid. Wir spielen heute wieder gegen Real Sociedad. Das ist irgendwie inzwischen mein Lieblingshassgegner. Und ja, ich hoffe, euch wird es heute wieder gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr seht, wir haben hier 4 Punkte Vorsprung und 2 Spiele noch zu machen vor Real Madrid, ja. Und ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen, dass wir heute wohl hier verlieren werden. Okay, wir starten also direkt ins Spiel. Heute Depay und Suarez aufgestellt. Da bin ich mal gespannt. Firmino, ja. Schön, Jesse Rodriguez. Der war richtig gut gezielt und wieder so ein billiger Kopfball. Aber ist nicht natürlich drinne gewesen, also von daher geht das. Miranda. Oh, da fangen die an hier schon zu grätschen. Oh, an die Latte. Huiuiui. Und ich merke gerade, dass ich irgendwie noch, dass es noch ein bisschen zu früh ist. Für mich. Jawohl, sehr schön gemacht. Alter. Richtig gut gesehen. Schaut euch das an. Suarez macht sein erstes Tor hier für uns, oder? Ja, das war Suarez. Sieht zumindest so aus, keine Ahnung. Richtig schön. Zack. Er stand da perfekt. Richtig perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn da plötzlich so gut anspielen kann. Boom. Gehen wir einfach mal 1:0 in Führung. Und gut sofort abgeschlossen. Sehr schön. Suarez, unser Mann da vorne. Der hat's doch drauf. Wenigstens einer. Und der Pass kam ja auch goldrichtig, oder wie? Oder was? In diesem Kopfball kam ich nicht ran. Fernschuss und der ist fast reingegangen. Alte Schwede, was ist da los? Was da los? Der darf da nicht so zum Schießen kommen. Super. Depay. Schade. Schade, 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 schade. Echt eine krasse Situation. Unten da noch den Ball erhascht. Dann sofort nach vorne weitergeleitet. Ah, Mann. Schade. Da haben sie sofort geklärt. Also die eine Chance. Also ja, doch. Könnte man so sagen. Was? War doch Ball oder wie oder was? Hm. Na gut, wenn er das sagt, dann war es wohl kein Ball. Oh. Fast das Ding drin gewesen. Ich bin da nicht mehr rechtzeitig rangekommen. Ich war am Zweifeln. Gehe ich jetzt raus oder versuche es mit dem Verteidiger? Ich hätte einfach nur ja, mit dem Torwart rauskommen müssen. Foul? Ey, warum ist denn das bei mir mal alles ein Foul? Oh, gut gehalten, Courtois. Was war denn da schon wieder ein verdammtes Foul? Oh. Jetzt gibt's Ecke? Ja, ach ja, ja, ja. Fuck. Oh Mann, ey. Jetzt geht's gerade richtig rund. Da kriegen wir so ein bisschen die Verarschungskeule. Oh Mann. Ja, guckt Courtois sich das so an, ne? Schade. Eigentlich hätte der durchkommen sollen. Aber wir haben da so ein bisschen uns überraschen lassen. Suarez. Jawohl! Locker und trocken eingeschoben zum 2:1. In der 30. Minute. Sehr schön. Suarez schickt dort Depay. Der nimmt jetzt die Geschwindigkeit raus. Und dann einfach schön flach und trocken eingeschoben. Zack. Pam. Dann macht sich der Torwart auch noch lang. Aber hat offensichtlich keine Chance. Scheiße, wo bin ich denn? Welcher Spieler? Fuck, ey. Dann kriegen wir sofort den Gegentreffer. Oh. Echt sofort. Praktisch im Anschluss. Ein paar Minuten später direkt den Gegentreffer. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Oh, Mann, ey. Ja, Courtois versucht noch raufzukommen. Keine Chance. Ah, oh, Mist. Jetzt gerade, wo wir uns den Ball geschnappt haben. Erste Halbzeit vorbei. 2:2. Oh, also ich weiß es nicht. In der Verteidigung stimmt echt überhaupt nichts bei uns. Ich kann
kommen einfach nicht hinter dem Gegner hinterher. Das ist echt sehr schwierig. Darum steht es jetzt hier 2 zu 2. Pam. Okay. Aber nach den Ergebnissen können wir eh nie gehen. Da steht immer eh der letzte Blödsinn. Okay. Cool und locker. Jetzt hier den Angriff der zweiten Halbzeit abwehren und dann selbst die Dinger machen, ne? Gut. Sehr schön. Jetzt hier den Gegenangriff. Nein, er sollte ganz weit nach vorne. Nein, nein, vorne war er doch. Scheiße. Nein, ihr Homos. Ihr dummen Bastarde. Da kicken sie sich schon wieder selbst in die Fresse. Da faulen sich meine Spieler wieder gegenseitig. Okay, haben wir. Memphis. Jawohl, da ist das Ding. 3 zu 2. Oh. Sauber. Bravo, bravo, bravo. Ah, ein bisschen schwierig und dann zack, aufs lange Eck. Okay, 3 zu 2. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das Ergebnis zu halten oder noch einen draufzusetzen. Sehr schön. Suarez arbeitet hier richtig schön defensiv mit. Das gibt's nicht. Er kann diesen verschissenen Ball nicht wegschießen. Plötzlich liegt er, ist er total in Rücklage oder was auch immer. Scheiße, ey. Dann hätte der Gegner fast eine super Position gehabt zum Torschießen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Zaubern hier wie Barcelona. Oh Mann. Die Janu-Seite. Hätte ich Aquino. Oh, das ist mal Günni. In ZOM. Sobald wir wechseln können. Ja, komm. Super. Aquino. Verdammt. Scheiße. Direkt auf den Körper geschossen. Kommt da irgendwer? Irgendwer? Hallo. Wir haben da keine Anspielstation gehabt. Verdammt. Oder niemand, der da aufgepasst hat. Oh. Was? Das war doch eindeutig Ball. Ja, okay, beides war's, ne? Sehr schön, Philipp Luis. Nein! Unten! Wieso kann ich nicht den unten anspielen? Ich habe nach unten gedrückt. Das wird die Chance gewesen, weil unten war er frei. Oh. Zabadabam. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also heute ein richtig krasses Spiel. 3 zu 2 spielen wir hier. Ja. Sah zwischenzeitlich nicht gut aus für uns. Die Verteidigung bei uns, also ich komme mit der Verteidigung an sich noch nicht gleich. Ich komme nicht hinter den Spielern hinterher und so weiter. Die sind dann einfach durch. Ne? Also es ist richtig schwierig manchmal. Da muss ich irgendwie mehr dran arbeiten. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für die Verteidigung, wie ich besser verteidigen kann. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Dann wollen wir mal gucken, was hier so uns noch erwartet. Ja klar, haben sie alle unentschieden gespielt? Mhm. Auf den anderen Plätzen. Ja, ich glaube, das ist alles sehr verbuggt. Wir schauen es mal an. Abgestellt, ja. Meine Rolle im Kader. Ja, mhm. Aber du bist nicht frisch. Wie soll ich dich dann spielen lassen? Das geht ja auch nicht. So, was? Diego Madeira hat den Vertrag. Aha. Ah, für die erste Mannschaft. Ah ja, okay. Gut. Und das hat er jetzt ja gemacht.
Dann gehen wir mal hier auf den jüngsten, den wir hier haben. Diese Saison gekauft. Zur Leihe setzen, dass er ein bisschen verliehen wird. Er soll mal ja, ein bisschen Stärke kriegen. Hat ein super Potenzial. Im Moment hat er eine 56 mit 16. Aber der wird sich noch gut entwickeln. Ich denke mal, das macht er schon bald. Und jetzt spielen wir hier im Pokal. Ich glaube, wir haben das Hinspiel irgendwie... Wie haben wir das denn gespielt? Da muss ich mal direkt gucken. Das war im letzten Monat. Hier haben wir 5-1 gewonnen. Ja, das kann man ruhig simulieren hier, oder was? Gut, dann lassen wir es simulieren. Also 5-1 haben wir das Hinspiel gewonnen. Wenn wir das jetzt hier noch so krass verlieren, dann weiß ich auch nicht. Vermutlich verletzen wir uns jetzt die halbe Mannschaft. Also einfach cool und locker bleiben. Gelbe Karte für Turan Suarez, 1-0. Sehr schön. 17, 18, 20 Minuten. 1-0, das ist schon mal alles super. Hauptsache nicht irgendwie noch irgendwie Gelbrot oder eine Verletzung. Morata ausgewechselt für Endoy. 1-1. Diego 2-1. Okay. Kein Problem, alles gut. 2-1 ist alles noch bestens. Also wir spielen zu Hause. Wir haben 5-1 auswärts gewonnen. Wir gewinnen jetzt hier auch noch 2-1 zu Hause. Damit sind wir durch den Pokal. Turnierpreisgeld 800.000. Das ist gut. Und da haben wir jetzt für England ein Spiel, oder was? Internationales Testspiel. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, ne? Also ich kann die Mannschaft natürlich aufstellen und gucken. Aber dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und ich sage, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.